Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Wurzelheimat, der Talk ins Unbekannte. Mit meiner Kollegin Susan Freuzheim sprechen wir heute über das Thema Lass Unmögliches geschehen. Und dazu haben wir folgende Gäste eingeladen. Eleftherios, Karl Grunig, Ewald Schober und Stefan Freude. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid und bin schon sehr gespannt auf eure Themen. Ich würde gerne mit dir, Karl, beginnen. Ich war vor kurzem auf einem Seminar. Wir haben auch ein Gespräch geführt, weil du wurdest mir empfohlen. Ich sollte mir, weil ich ja immer ein Fan bin von Phänomenen, von Dingen, die es eigentlich nicht geben darf. Und dann war ich bei dir und haben ein Gespräch geführt. Da werden wir gleich nochmal drüber reden. Wir haben auch einen Einspieler mitgebracht. Denn du hast eine Methode entwickelt, wenn man es einmal so sagen darf, oder bezeichnet sie als KI-Körperintelligenz. Und diese Technik, die du ja hier aufzeigst bei deinen Seminaren, ist sowas von unglaublich, also unmöglich, dass die Menschen sagen, nee, da muss getrickst werden, weil sowas gibt es in unserer Realität nicht. Also ich möchte erstmal ganz bewusst betonen, ich unterrichte weder eine Technik noch eine Methode, sondern es ist eine Art des Seins, eine Art des Bewusstseins. Und wenn ich aus diesem Bewusstseinszustand aktiv bin und handle, dann sind Sachen möglich, die der normale Mensch für unmöglich hält. Ich finde es sehr spannend, weil viele Leute beschäftigen sich mit den Themen und glauben an Manifestieren und glauben, dass sie sich ihr Leben zurecht wünschen können. Aber wenn sie das sehen, was handfest ist, was auch nachvollziehbar und beweisbar ist, das glauben sie nicht. Das erstaunt mich immer wieder, dass etwas, was sie nicht mit Händen greifen können, für möglich halten. Aber sobald man es auf die Ebene bringt, dass es wirklich sozusagen greifbar ist, dann tun sich die Leute sehr schwer. Und das, was ich mache, ist im Prinzip, wie gesagt, eine Art des Bewusstseins, dass ich wieder auch Zugang kriege zu meiner Seele, deswegen würde ich es auch nennen, sozusagen Körperintelligenz, bringt mich wieder sozusagen näher an die Sprache der Seele. Und in dieser Verbindung sozusagen lerne ich wieder im wahrsten Sinne des Wortes, wie Leben funktioniert. Das Leben funktioniert nach bestimmten Prinzipien. Und wenn ich mich an diese Prinzipien halte, dann kann ich erfahren, dass das Leben wieder Sinn erfüllt, erlebt werden kann und nicht in dieser Schwere und Anstrengung, wie die meisten Leute glauben, dass das Leben ist, aufgrund ihrer Glaubenssätze und Traumata und alles, was sie ermöglicht haben. Und das, was man in diesen Action-Clips, sage ich mal, sieht, sind Anwendungen auf einem Gebiet. Das ist das Gebiet, wodurch ich zum ersten Mal auf diese Prinzipien gekommen bin, nämlich Kampfkunst. Und wenn ich da genau diese Prinzipien lebe, dann kommt irgendwann genau das raus, was man da manchmal sieht. Aber mittlerweile ist es mir viel wichtiger, diese Prinzipien ins tägliche Leben reinzubringen und eben das Leben wieder erlebbar zu machen, weil ich einfach nicht in der Realität lebe, dass ich fürchten muss, an jeder Straßenecke angegriffen zu werden. Aber die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, kämpfen furchtbar in ihrem Leben. Gegen sich selbst, gegen den Beziehungspartner, gegen den Beruf, gegen das Leben. Und diesen Kampf rauszunehmen und wie gesagt, wieder es leicht zu machen, das ist mittlerweile mein Ansinnen bei dem, was ich weitergebe. Ich habe einen schönen Satz von dir mal gehört, was du gesagt hast. Eben dieser Kampf gegen das, was mir das Leben präsentiert, raubt mir meine Energie, weil ich permanent gegen etwas bin und nicht für etwas. Ja. Und das versuchst du mit der Aufzeigen von diesen, von dieser Technologie oder sagt man, oder dieser Prinzip. Kampfkunst oder dieser Art der des Seins, plötzlich Dinge zu sehen und sagt, ich greife dich jemand an, das werden wir gleich sehen. Du bleibst irgendwie in dieser Neutralität und sagst, ne, ich denke mir gar nicht, dass mich der angreift, sondern frag, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann fällt der ein, zwei Meter vor dir schon zu Boden, ohne dass der überhaupt nur in deine Nähe kommt. Also es hat ganz viel damit zu tun, dass ich wirklich lerne, was es heißt, absolut präsent zu sein. Mhm. Und präsent heißt nicht nur im Körper anwesend, sondern ich spüre mich auch immer im Energiefeld. Und wenn ich in dieser Präsenz bin, dass ich mich in meiner Ausdehnung auch wahrnehmen kann und diesen Raum wirklich fülle, durch mich, durch meine Anwesenheit drin, dann entsteht so eine Art Autarkität und den Raum kann niemand anderer betreten, wenn er durch mich selbst gefüllt wird. Weil ich sitze jetzt auf dem Stuhl und jetzt kann zeitgleich auf dem Stuhl kein zweiter sitzen, weil er besetzt ist. Mhm. Und wenn ich mich besetze, mich in dieser Präsenz erlebe, dann ist es wirklich sozusagen wie ein Spiegel dadurch, zweites, was du erzählt hast, dass ich das, was von außen geschieht, nicht bewerte, sondern es so lassen kann, in der Neutralität bleibe. Weil jede Bewertung wird mich sofort in das Außere hineinziehen. Und wenn ich in dieser
Neutralität bleibe und in diesem gefüllten Raum der Präsenz, dann ist es wie ein Spiegel und das, was von außen in den Spiegel reinguckt, wird genauso reflektiert. Und das passiert im Extremfall eben in der Anwendung, in diesen Action-Clips praktisch sozusagen, dann, wenn jemand heftig angreift, wird er genauso heftig gespiegelt. Wollen wir uns ja mal so einen Clip ansehen, damit wir wissen, von was wir sprechen. Ungefähr 2 Matten Abstand. Und kommt ein bisschen mehr in die Mitte, dass ihr euch alle seht. Ja. Und bis da rutschen. Okay? Also, du hast nichts zu tun. Und du sollst auch jetzt nicht in die Kiefstabilität gehen, sondern einfach sitzen. Was ich mache ist, ich gucke, wie viel Druck brauche ich, bis du nach hinten kippst. Und du versuchst aufrecht zu sitzen, aber praktisch auch nicht in Widerstand zu gehen, sondern zu sitzen, dass eine gewisse Grundstabilität da ist, wie gesagt, ohne dass du jetzt jemals von Körperintelligenz gehört hättest. Ich teste, wie viel Druck brauche ich. Aha, ja, bleib nochmal. Okay, ja, jetzt finde ich natürlicher. Ich mache nochmal einen Eichtest. Genau, du merkst, es braucht ein bisschen mehr, weil eine gewisse Grundstabilität da ist. Okay, wunderbar. Jetzt weiß ich, wie viel Druck ich brauche, um sie zu bewegen. Jetzt haben wir hier einen, der ist ein bisschen komisch drauf. Was der LFTS jetzt macht, jetzt ist es wieder wichtig. Es ist eine Art von Aggression, aber eine andere Art und Weise. Nämlich, er, und da bleiben wir gleich bei dem Begriff, sozusagen, er bewertet sie negativ. Okay, mach das mal. Jetzt kann ich sehen, ist sie total instabil. Jetzt gehe ich wieder raus, Eleftherios. Ich gucke wieder, normaler Eichtest, wie vorher. Jetzt, genau andersrum. Das ist jetzt spannend für die meisten. Er bewertet sie total positiv. Im Idealfall schickt er uns nur so viel Liebe, wie er schicken kann. Man sieht, sie ist noch instabiler wie bei der negativen Bewertung. Jetzt mache ich wieder den normalen Eichtest. Okay, und jetzt macht der Eleftherios das, was wir im Ki üben. Er lässt sie vollkommen so sein, wie sie ist, steht ihr total neutral gegenüber, nimmt sie in dieser Neutralität total an, ohne dass überhaupt ein Inhalt drin ist. Jetzt kann ich sie kaum mehr bewegen. Und da sind wir jetzt bei der Geschichte. Was heißt Neutralität? Ein Gegenüber vollkommen so anzunehmen, so lassen zu können, wie er sie ist. Und das ist das, verzeih mir, wo viele davon faseln, aber keine Ahnung, was das heißt, bedingungslose Liebe, wenn sie nicht die Erfahrung haben. Karl, kannst du uns da nur mitnehmen, was ist hier passiert? Ich mache nichts mit den Leuten. Das machen sie selbst. Durch diese Spiegelung praktisch beginnt die Energie zurückzuspiegeln und gegen sie selbst zu arbeiten. Das heißt, die fallen nicht, weil ich etwas mit ihnen mache, sie werfe, sie fallen, weil sie angreifen. Das heißt sozusagen, ich arbeite nie so, dass ich jetzt von mir Energie nehme und die da hinein projiziere, sonst wird das passieren, was wir beim zweiten Mal gesehen haben in der Geschichte, es wäre für mich Manipulation. Sondern ich sozusagen, ich bleibe bei mir und nehme das, was von außen kommt und lenke das mehr oder weniger zurück. Und in diesem Zurücklenken kann man dann auch zum Beispiel, was man gesehen hat, Richtungen geben, die Energie in die Richtung fließen lassen, in die Richtung fließen lassen, dann kommen bestimmte Wege, bestimmte Richtungen raus in der Geschichte. Aber wenn ich es in Neutralität mache?
Ich muss neutral bleiben. Genau, also ja? Du kannst es dann auch bewegen. Das sah genau. Ja schon ein bisschen strange aus. Ja. Also es sieht schon ein bisschen aus wie so ja. Gesteuert, ja, ist schon abgefahren. Ja. Wann bist du darauf gekommen? Wie hast du das für dich entdeckt? Ich bin zum ersten Mal mit diesem asiatischen Begriff Qi Chi in Berührung gekommen durch die Kampfkunst. Mhm. Aber damals war es schon ein großes Geheimnis und alle haben nur erzählt, um da ranzukommen, musst du lang und hart üben, musst du sozusagen schwer trainieren. Ich hatte lang und hart und schwer trainiert und bin nicht dahinter gekommen. Auch meine Lehrer, die ich gefragt habe, sind nicht dahinter gekommen. Da habe ich für mich selber gesucht und ich bringe Gott sei Dank seit frühester Kindheit ein Mantra mit. Das lautet, glaube ich, nichts, was du nicht selbst überprüft hast. Mhm. Und so habe ich sozusagen alles überprüft und bin darauf gekommen, dass sozusagen das, worum es geht, diese Energie, man muss nicht lange dafür üben, man muss sich sozusagen hart dafür trainieren, diese Energie ist ständig da, wir haben nur verlernt zuzugreifen. Okay, aber was ist passiert in deinem Leben, dass du das im Endeffekt, wir erzählen ja immer, du sollst eigentlich neutral bleiben, die geistige Welt sagt immer raus aus der Bewertung. Also wie hast du das verknüpft mit der Kampfkunst? Was ist passiert? Ich habe zwei Kampfkunstlehrer gehabt, die das konnten. Aber sie konnten es nicht erklären, sozusagen bei ihnen ist es halt passiert. Das heißt, ich habe es erst an mir erlebt. Und weil die es aber nicht erklären konnten, habe ich angefangen, aufgrund meines Mantras selber zu gucken. Und die erste Erfahrung in der Richtung kam wie die Jungfrau zum Kind zu mir. Ich habe ein Kampfkunstseminar gegeben, wollte etwas zeigen für die Teilnehmer, habe zu meinem Gegenüber gesagt, bitte greif mich sehr heftig an, so heftig wie du kannst. Ja? Und er greift mich heftig an und ich hatte in dem Moment noch gar nichts gemacht, da lag er von mir auf dem Boden. Ich wusste nicht, was geschehen ist. Ich sagte, du, was ist passiert mit dir? Er guckt mich an und sagt, du, was hast du gemacht mit mir? Und dann sozusagen habe ich angefangen für mich zu rekapitulieren, was ist da genau passiert und bin darauf gekommen, das muss passiert sein, weil ich total bei mir war und eben zum ersten Mal nicht auf das reagiert habe, was das Außen macht, sondern in dieser absoluten Präsenz und Neutralität war. Und so habe ich angefangen zu experimentieren dann eine Zeit lang und so ist es immer klarer und greifbarer geworden, dass ich es jetzt auch wirklich den Teilnehmern, die kommen, um das zu zeigen, wunderbar erklären und auch beibringen kann, dass sie irgendwann mal da selber hinkommen. Und das Wort Präsenz bedeutet dann, Körper, Seele, Geist ist in dem Moment eins. Das ist mein absolutes Grundprinzip. Alle meine Anteile, die mich hier auf der dritten Dimension ausmachen, müssen gleichzeitig und gleichwertig präsent sein. Fehlt ein Anteil, dann kann das gar nicht funktionieren. Aber eigentlich kann man es auch nicht wirklich denken, oder? Denken ist zu wenig. Also mein wichtigster Anteil ist sozusagen dieser mittlere Anteil, der Seelenanteil. Ja? Weil im Seelenanteil ist für mich sozusagen eben Kreativität, aber auch Empfinden und Emotionen und Gefühle drin. Und die allerstärkste Energie überhaupt, aufgrund meiner Forschung, meiner Geschichte, sind nicht die mentalen Gedanken. Und deswegen sozusagen bin ich manchmal sehr enttäuscht, wenn jemand auf einem Seminar geht und es hinterher als Mentaltraining bezeichnet, weil, verzeih mir, ich weiß aus meiner Erfahrung, Gedanken können was bewirken, sind aber viel zu wenig. Gehen leicht in die Oberfläche, aber nie in die Tiefe. Unsere Gefühle, unsere Emotionen, die haben die Power. Und genau da kommt das raus, was ich dir gesagt habe. Die Empfindung dahinter muss stimmen, die Emotion muss stimmen. Und die Emotion darf nicht verurteilen, beurteilen, bewerten, sondern ich muss diese Emotion neutral zulassen können. Dann kann ich damit die Energie lenken. Also ich bin gerade ein bisschen geplättet. Ich habe ja nicht so wirklich was mit Sport zu tun. Ja. Und habe immer schon hektischen Ausschlag, wenn ich Turnschuhe sehe. Aber das ist jetzt tatsächlich etwas, das würde mich auch interessieren. Ja. Eleftherios, du bist ja mittlerweile ein Wegbegleiter vom Karl. Man hat dich auch in diesen Videos gesehen. Wie bist du hier auf Karl getroffen und wie ist dein Weg dazu gewesen? Sag, okay, das fasziniert mich. Also der Start war sehr ähnlich. Also bei mir war es auch die Kampfkunst, die mich auf das Thema Qi gebracht hat. Karl hat deutlich mehr Kampfkünste gemacht wie ich. Bei mir war es Aikido. Und ich habe viele Trainer nach dem Qi gefragt und habe an sich die gleichen Antworten bekommen wie der Karl. Man muss es lange üben, man muss dabei herrlich dranbleiben und dann kommt es irgendwann. Und habe dann irgendwann völlig gelangweilt aufgehört. Habe mich mit den ganzen Themen sehr tief beschäftigt, habe mich ein bisschen in Ewalds Worten von vorher wiedererkannt, ganz viele Bücher gelesen, mir unglaublich viel Wissen angeeignet, aber die Erfahrung hat mir gefehlt. Trotzdem hat ein Buch von Bärbel Mohr, das ich da vor 17,5 Jahren gelesen habe, dann tatsächlich auf den Karl gebracht, indem sie in dem vorletzten Kapitel, ich fand das Buch fürchterlich langweilig, aber ich wusste, ich muss es zu Ende lesen. Und in dem vorletzten Kapitel hat sie geschrieben, dann war ich bei einem Karl Chronik, habe das und das erlebt. Und dann wusste ich,
mein Mann. Ja. Und so kam es dann zu der ersten Begegnung. Das war ein 5-Tages-Workshop, den ich selber organisiert habe, weil alle Termine, die mir Karl damals zur Verfügung gestellt hat, hatte ich selber schon Aufträge. Und habe ihn dann gebeten oder gefragt, ob es okay ist, wenn ich selber eins organisiere mit meinem engsten Kreis, was okay war für ihn. Und wie gesagt, es waren gleich 5 Tage, die ich dann organisiert habe, weil ich gesagt habe, wenn schon, denn schon. Und es war wichtig für mich, um aus meinem Verstand rauszukommen, weil ich sehr extrem kopfgesteuert war in der damaligen Zeit. Und 2 oder 3 Tage hätten nicht gereicht. Ja. Spannender Nebeneffekt war für mich damals auf jeden Fall, weil Karl das gerade angesprochen hat, mit mental ist zu wenig. Ich hatte irgendwann in den 80ern eine 2-jährige Ausbildung zum Mentaltrainer bei einem Schüler von Kurt Tepperwein. Und das war so mein Hauptstandbein damals als Trainer und Coach. Und ich wusste am 3. Tag bei Karl, kann ich nie mehr machen. Kann ich nie mehr anbieten. Ist viel zu wenig. Ja. Ist nur die Oberfläche. Und habe dann tatsächlich alle Kunden angerufen, alle Termine abgesagt. Hatte noch nichts Neues. Und war aber so angefixt, dass ich dann, glaube 5 Jahre jeden Monat mindestens einmal beim Karl war. Also wir sind ihm, also meine Frau und ich, wir sind ihm weltweit nachgereist. Damals war Karl noch weltweit unterwegs. Und gut, wir haben sowieso von Anfang an gemerkt, dass wir eine sehr alte, sehr tiefe Verbindung haben. Wir empfinden uns als Seelenbrüder und so hat sich das dann ergeben, dass ich jetzt seit vielen, vielen Jahren auch sehr regelmäßig bei den Key-Workshops dabei bin und seit 7 Jahren haben wir noch ein gemeinsames Format, der Weg des Kriegers und der Kriegerin und da haben wir auch sehr viel Spaß. Ja, ich bin immer noch völlig fasziniert. Muss ich denn die Kampfkunst aktiv können, um zu euch zu kommen? Oder kann da auch so ein Anfänger wie ich jetzt um die Kurve kommen? Die Anfänger sind mir am liebsten, weil sie meistens unbedarft sind und noch ganz frei sind und nicht irgendwie, also es ist viel schwieriger, die ganzen Verformungen, die zum Beispiel durch Kampfkunsttraining kommen, wieder rauszukriegen und wieder vollkommen natürlich zu werden. Okay. Das funktioniert dadurch, dass ich wieder vollkommen natürlich werde. Und ich gehe davon aus, wir sind so geboren worden, habe, als meine ersten Kinder kamen, alles an denen ausprobiert, um für mich selber, ja, mich selber beweisen zu können, dass ich sage, als Kind waren wir so, haben das mitgebracht. Und sozusagen habe immer wieder eine Bestätigung gekriegt und wie gesagt, und wir verlieren das dann, weil wir teilweise mit, ich nenne es bewusst so, intellektuellem Wissen zugepflastert werden, das dem Leben gar nicht dienlich ist und deswegen die Tore praktisch verschwunden. Wir werden alle als perfekte Energiemeister geboren und üben dann ein Jahr lang nur, diese sozusagen Energie praktisch sozusagen zu blockieren. Und wenn ich bei euch auf so einem Seminar bin und wie lange dauert das? 2, 3 Tage? Das Basisseminar dauert 2,5 Tage. Und mittlerweile Feedback, das ich kriege, wenn die Leute dann wiederkommen, dass die 2,5 Tage für sie absolut lebensverändert waren und so viel im Leben umgeschmissen haben, weil es eben als Erfahrung sofort auf die Zellebene geht, weil das Seminar zwar die notwendige Theorie, weil der Verstand muss mitgenommen werden, aber Hauptteil ist natürlich Erfahrung und diese Erfahrung setzt sich dann im Körperwissen ab, ist eine Andockung an das, was schon da war und so funktioniert es sehr schnell und geht sehr tief. Super, erstmal danke. Und ja. Ich möchte aber auch noch, weil es Frage war, zum zweiten Einspieler ja, was sagen, weil das ist die Geschichte, weil viele Leute, es hat wirklich zu tun mit Bewerten. Wir sind wirklich großartige Wesen, wir kommen perfekt auf die Welt, sind immer noch perfekt, nur erinnern uns wir nicht dran. Mhm. Und dieses großartige Wesen sozusagen braucht nichts und niemand normalerweise von außen, wenn es sein Eingerüst eingesteht. Und wenn jetzt eine Bewertung von außen kommt, und das verstehen viele Leute nicht, dass sie glauben sozusagen, wenn ich jemanden Liebe schicke oder positiv, das tut dich dann gut, aber gleichzeitig, wenn ich jemanden Liebe schicke, dann gehe ich bei dem anderen von einem Mangelzustand aus. Ich nehme an, der hat zu wenig Liebe und braucht meine, damit er existieren kann. Das ist doch anmaßend dem göttlichen Wesen gegenüber. Mhm. Und unser System weiß innerlich, dass es nicht manipuliert werden will und empfindet sogar das als Manipulation. Was nicht heißt, ich darf keinem Komplimente machen, aber normalerweise bewerten heißt entweder, ich mache mich kleiner oder ich mache mich größer. Und das geht sozusagen bei beiden immer nach hinten los. Wenn ich auf selber Ebene mein Lob ausspreche und so und den anderen wertschätze, ja, in der Art und Weise, dann wird er total gestärkt. Und das ist das, was ich unter Neutralität verstehe. Eben nicht die meisten Leute glauben, Neutralität sei kalt,
bloß ohne Emotion, aber in der Neutralität ist alles möglich, die ganze Emotion und die ganze Offenheit, jetzt und die ganze Wertschätzung. Und das ist das sozusagen, was ich versuche weiterzugeben. Ja, das hat man in dem Video gesehen, dass wie instabil das man dann wird oder wie stabil das man wird. Und das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, was die Menschen dann machen können. Ja, und wir haben es jetzt nur an der gegenüberliegenden Person gesehen. Später sozusagen wird auch derjenige, der bewertet, getestet und der sozusagen schwächt sich dadurch genau selber auch. Mhm. Das ist auch, es erwischt beide in der Richtung. Und in dem Moment, wo ich dem anderen so gegenübertrete, werden beide total gestärkt und kommen total bei sich an. Und das ist ein Prinzip, das überall funktioniert, nicht nur Kampfkunst. Ich mache damit Managementarbeit, ich mache damit Sozialarbeit, ich mache therapeutische Aus- und Weiterbildung. Und Therapie ist dasselbe, im Prinzip sozusagen. Präsenz heilt in dieser Neutralität. Reicht häufig schon nur, vollkommen in dieser präsenten Wertschätzung zu sein und beim anderen geht der Prozess schon los. Ja? Das heißt, du zeigst mir, wie ich in jeder Situation in dieser Neutralität sein kann. Stefan. Danke. Ich möchte jetzt gerne Ewald ein bisschen umkurven, umschippen, weil da haben wir auch noch später einen Einspieler bei dir. Wenn du das so hörst, du hast ja auch eine Geschichte hinter dir, die, ja, sag jetzt mal, dich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, aber auch nicht wirklich. Vielleicht sogar in die Bahn, wenn man es mal so sagen darf. Du hast einen Schicksalsschlag hinter dir und wenn Menschen dich so sehen, wie du unterwegs bist, dann sagst du ja, Freude macht den Unterschied, du hast sogar einen Namen gewechselt zum Thema Freude, weil ich sage, ich bin die Freude oder möchte die Freude im Leben sein. Wenn du das hörst, wirst du da bestätigt dadurch? Ja, und ich hätte mir gewünscht, damals, als ich mit 22 Jahren den Unfall gehabt habe, solche Tools an der Hand gehabt zu haben. Und dadurch, dass es das damals, Klammer auf, leider nicht gab, durfte ich den Weg selber finden und, Klammer auf, musste oder in Anführungsstrichen musste es selber suchen, was ist es für mich. Ich meine, das ist ja die Challenge für jeden von uns, dass jeder seinen Weg suchen darf. Welches Tool ist das? Welcher Weg ist der richtige für mich? Und ich war dann zurückgeworfen auf mich und musste meinen Weg finden auf meine Art und Weise. Ja, und ich meine, das ist ja auch der Titel der Sendung. Ich habe kennengelernt, nachdem ich im Rollstuhl saß, wie mir die Gesellschaft begegnet und was die Gesellschaft von mir hält. Oder die Gesellschaft hat mir gesagt, was ich kann und was ich nicht kann. Also ganz viel wurde mir abgesprochen, weil ich im Rollstuhl sitze. Das ist unmöglich. Ich mag ein Beispiel machen. Ich mache gern auch drei Beispiele. Drei Beispiele, ja, easy. Kein Problem. Es gibt noch viel mehr. Aber ich mache gern verrückte Sachen. Ja, irgendwie auch mal so ein bisschen, wo man sagt, okay, das ist crazy. Ich wollte Fallschirmspringen gehen. Also Tandemsprung mit dem Instructor zusammen. Und was haben mir die Leute gesagt? Das geht nicht. Du sitzt im Rollstuhl, das ist zu gefährlich, das funktioniert nicht. Ja. Das Problem ist, dass wenn man unten zusammen aufkommt, dass man zusammen ausläuft. Und ich kann ja nicht auslaufen, das heißt, wir würden zusammen auf die Nase fallen. Sagen wir mal. Na, und dann ging es darum, eine Lösung zu finden. Und genau, also ich habe dann irgendwann wahrscheinlich auch so einen Verrückten gefunden wie mich, der gesagt hat, okay, wir probieren das zusammen. Ja, und dann die Lösung war nachher, dass wir meine Beine unten zusammengebunden haben mit so Panzerpaketband, irgendwie so hier oben auch. Und die Vereinbarung war, kurz bevor wir aufkommen, tippt er mir auf die Schulter, ich ziehe meine Füße hoch und er läuft für uns aus. Wow. Und da war die Lösung. Na, und das ist, du hast es voll schön gesagt, Kai, es ist auf der einen Seite für mich ganz viel mentale Stärke, die ich gebraucht habe oder auch heute noch brauche, um in meinem Leben so dazustehen. Und dann verbunden mit der Emotion. Bei mir war die Emotion, ich wollte das. Also das ist auch so, wenn man mich fragt, Stefan, wie schaffst du es trotz einem solchen Handicap so im Leben zu stehen? Weil ich will und weil ich kann. Und das ist für mich eine Entscheidung, die tief in meinem Herzen ist. Und das ist auch, was mich antreibt diesbezüglich. Lass Unmögliches geschehen. Exakt, ja, total, genau. Ja. Dann lässt du ja quasi jeden Tag Unmögliches geschehen. Ja. Weil diese Vorurteile, es ist egal, wo du hinrollst, Klammer auf, Klammer zu, die hast du ja überall. Aber die werden, glaube ich, schnell wieder abgelegt, wenn man die kennenlernt. Also ich habe einfach gelernt, dass so wie ich damit umgehe, geht mein Umfeld damit um. Ja. Also wenn ich irgendwie zusammengebückt und irgendwie mit schwacher Stimme rede, dann nimmt es mein Umfeld genauso auf und dann sind wir wieder bei der Resonanz. Ne? Das wirkt genauso, wie wenn ich Menschen anstrahle und anlächle oder freudvoll unterwegs bin, das wirkt genauso. Und ich meine, ich habe zum Glück die Gabe mitbekommen, auf Menschen gut zugehen können und ihnen da diese Hürde, wie gehe ich mit einem Menschen um, der ein Handicap hat, der anders ist als die Gesellschaftsgewohnheit, wie gehe ich da damit um? Und da kann ich oft natürlich eine Hürde nehmen und dann stellen wir irgendwann fest, so, eigentlich ist es ein ganz normaler Mensch.
Und genauso wollen wir ja eigentlich auch alle behandelt werden, als Menschlichkeit. Als, Ja, manche haben da das Handicap nicht unbedingt sichtbar, nicht? Und trotzdem geht man mit dem vielleicht normal um. Oh ja, ja, ja. Ja, und dann kommt letzten Endes dabei raus, dass es gar nicht darauf ankommt, was man hat, sondern was man draus macht. Eben. Eine meiner Lieblingsthesen. Ja. Ja, bravo. Danke. Ewald, du bist ja eigentlich die Manifestation vom Lass unmögliches geschehen durch deine Days of Change, wo Menschen genau in diese, ja, sag ich, Erfahrung hineingebracht werden, um zu sehen, wie eigentlich, wie was alles möglich ist, was sie im Laufe des Lebens vielleicht verlernt hat oder vergessen haben. Wie gehst du denn an die Menschen ran? Weil die kommen ja alle wahrscheinlich ziemlich normal dahin und sagen, oh, jetzt schauen wir mal, was hier so passiert. Wie fängst du denn die auf? Wie fängst du die auf? Gute Frage. Also als erstes Mal zu dieser Runde möchte ich sagen, bin voll geflasht, weil hier sind drei volle Experten. Die sind keine Tun-Haben-Sein-Lehrer, das sind Sein-Tun-Haben-Lehrer. Versteht ihr den Unterschied? Gut formuliert. Das, ja, ja, ich sage immer, jeder Kollege und so ist gut und jeder wird dich irgendwo weiterbringen, aber wenn du irgendwo unterscheiden möchtest, schau mal, ist er ein Sein-Tun-Haben-Lehrer oder ist er noch ein Tun-Haben-Sein-Lehrer? Was meine ich damit? Die ganze Welt läuft nach dem Prinzip ab, ich muss etwas tun, dann bekomme ich etwas, also haben, und wenn ich das habe, dann bin ich jemand. Also Erfolg. Ich tue das so und so lang und irgendwann funktioniert das, dann habe ich Erfolg und dann bin ich ein erfolgreicher Mensch. Hier haben wir eindeutig gehört, also allgemein, ihr seid Menschen aus der Praxis. Da wird nicht gesagt, du musst da ewig trainieren, du musst da ewig lernen, du musst das oder jenes, sondern ihr könnt ja diese Beispiele demonstrieren und das brauchen wir Menschen ja auch. Mhm. Viele sagen immer, was lerne ich auf einem Day of Change? Dann sage ich, wenig bis gar nichts. Kann euch eigentlich nichts lernen, sondern ich probiere, dass ihr euch zurückerinnert, wer ihr seid. Wir sind ja ein mächtiges Wesen, aber das, glaube ich, ist auf dem Karl nochmal gut gesagt worden. Finde ich wunderbar, weil ich sage häufig im Seminar, wenn jemand nach meinem Seminar sagen kann, er hat was dazugelernt, dann habe ich meinen Job verfehlt. Es geht ums Verlernen. Ja. Aber du findest so Sein, Tun, Haben, Lehrer selten. Also wir müssen sie zurückerinnern, wir müssen zeigen. Ja. Ja. Das ist ja eine... Deine ersten Videos habe ich schon mal gesehen, glaube ich, vor 5, 6 Jahren, sage ich, also das ist ja also Bombe, das ist jetzt so ein Experiment, ich sage mal Experiment dazu, man könnte ja sagen Performance, begeistert mich, das ist schon Bombe. Ne? Weil in dem Moment, wo Menschen das sehen, dann kommt immer der erste Effekt raus, da man sagt, ja, der Elfte Jahres kann das, hat er das Jahre gemacht, der Karl kann das, der hat da Gabe. Nein, das, ich sage immer, zeigt es mir irgendjemand, der irgendetwas kann, weil dann kann ich es auch. Ja, ich meine, der ist ja nicht anders geboren worden, der ruft halt nur anders ab. Der hat vielleicht irgendwo den Glauben daran, warum auch immer, dass gerade er jetzt vielleicht das Unmögliche erschafft oder so. Und wenn wir uns zurückerinnern, wenn wir unser Sein erkennen, dass wir ein ganzheitliches Wesen sind, aus diesen drei Bestandteilen, Körper, Geist und Seele, das ist ein Ding. Mhm. Und wir sind nicht nur auf den Körper ausgerichtet, wir sind auch nicht nur auf den Geist ausgerichtet, sondern das ist dreierlei. Und wenn wir aus dem kommen, dann ist ja das Tun eine logische Konsequenz. Und das Haben ja auch. Mhm. Du meinst Sein, Tun, Haben. Und gerade was ich in dieser Weiterbildungsbranche, wo wir uns alle befinden, immer kritisiere, weil immer Menschen sagen, ja, da musst du hingehen, da musst du das lernen, dann gibt dir der Trainer noch 10 Punkte, die musst du täglich beherzigen und so. Ja Leute, sagen wir mal ehrlich, wer macht denn das? Am ersten Tag sagst du, ja, alle 10 Punkte, die nagel ich mir an die Wand, die lege ich am Nachttisch hin und so. Nach 3, 4 Tagen siehst du und sagst, ah, da muss ich wieder mal hinschauen. Weißt du, das geht ja eben entweder, wir können uns zurückerinnern, wir spüren das, wir haben das gesehen, wir haben den Beweis, ich habe den Glauben daran und jetzt beginnen wir zu wachsen. Bombe, Bombe, tolle Runde. Super. Lass Unmögliches geschehen, auch in der Musik. Manuel, wir haben heute den Manuel Stemp, den Gitarrengott der Emotionen. Und willst du uns da nochmal zu diesem Thema was erschaffen?
von Zeit kein Wirt hat, von Sehern nicht blockt, ziehen die schönen Sachen nicht so schnell vorbei. Immer das Gleiche, jeden Tag aufs Neue, aber heut nimm mir mal einfach frei. Mach mir einen Tag, ja, mein Tag, so wie ich ihn mag, genau mein Tag. Das ist mein Tag, ja, mein Tag, wo ich auch keinen frag, was er leicht noch mag, mein Tag. Du brauchst nicht lernen, auch nicht so die Öffnungszeit. Von mir aus fährst du einen dicken Band, der gibt auch gerade eins. Da kannst du jetzt schreien und warnen und die gegen mein Haus dir lernen. Ja, ich mach mir heut einen Lenz. Es ist mein Tag, ja, mein Tag, so wie ein Mag, genau mein Tag. Das ist mein Tag, ja, mein Tag, wo ich auch kann frag, was er leicht noch mag, mein Tag. Ich schaue aus beim Fenster und eins macht mich froh. Auch nach einem Tag ohne mich, schau, die Welt steht noch da. Und wenn es wieder mal so weit ist, wenn es wirklich wieder an der Zeit ist, dann trau nur ich die Lichter an. Mach mal einen Tag, ja, mein Tag, so wie ich ihn mag, genau mein Tag. Das ist mein Tag, ja, mein Tag, wo ich auch kann frag, was er leicht noch mag. Das ist mein Tag, das ist mein Tag, so wie ich ihn mag, genau mein Tag, genau, genau mein Tag, mein Tag, ja, mein Tag. Wo ich auch kein Frag, was er leicht noch mag, mein Tag. Machen wir unseren Tag. Musik aus dem Herzen, gell, ist auch Emotion und Emotion steuert Realität. Doch unglaublich, oder? Super, super. Und sie gibt so viel Kraft vor allen Dingen. Auch wenn man den Text nicht versteht. Ja, wie schon in manchen Sendungen angesprochen, der Manuel nicht, hat ja doch auch mit handwerklichen Arbeiten begonnen, seine Karriere, weil er gesagt hat, boah, lern was Gescheites, Musik wird sowieso nichts, du lernst nie Gitarre spielen. Ne, da sieht man mal, dass es auch anders ist, als wenn man reflektiert kriegt. Und wenn man da dranbleibt, dann wird es doch ein wenig in eine andere Richtung gelenkt. Manuel. Also nochmal zu uns zurück. Wir haben auch einen Einspieler. Vom Day of Change? Vom Day of Change. Ich bin gespannt, was du da hast. Vom letzten? Ja. Da warst du ja schnell.
Ja. Das sah aus wie Rasen, es war aber keiner, oder? Nein, es waren Glasscherben, gell? Ewald. Bei dem ersten Experiment soll ich erzählen, oder Ewald, magst du? Also, war ja dabei. Sehen, ich habe da hier diesen schmächtigen Mann, der ein bisschen, vielleicht sogar tatsächlich mehr Kilo hat als wie ich. wir hatten dieses Eier-Experiment gemacht und dieses Eier-Experiment, da hat zwei rohe Schachteln Eier, ne? Die schlappst auf und dann stellst du der Person drauf. Wir haben begonnen ja über 60 Kilo, dann hat man sich hochgearbeitet auf 70, 75, 80. Und die physikalische Grenze heißt immer, ja, mehr wie 80 Kilo geht nicht. Dann haben wir uns auf 80, 85, 87 ging es nicht, 90 ging es wieder und so weiter. Dann aufgearbeitet über 100 Kilo. Dann glaube ich, wollte man jemand mit 110 Kilo und dann kam dieser junge Mann hier auf die Bühne. Und hat sich gewogen und hat gesagt, das ist ja nicht an meiner Frau, dass ich 141 Kilo habe. Also ich durfte es nicht übers Mikro sagen. Nein. Das ist ja wirklich der ganz wichtige Punkt, Nepomuk. Ja? Also vielleicht auch nochmal von meiner Seite, das nochmal zu beleuchten. Reines Experiment. Das ist nur ein Experiment. Ihr habt das mal gesehen auf TikTok, da stellen sich Menschen da auf diese 20 Eier drauf. Und die physikalische Gesetzgebung sagt, bei 80 ist Schluss. Es ist ja die Kunst, dass der Mensch sein Gewicht einfach so verteilt. Und viele Menschen bezeichnen mich immer noch als Mentaltrainer und ich möchte immer sagen, ich bin alles andere wie ein Mentaltrainer. Aber das kommt aus meiner Vergangenheit, weil ich war ja mal Mentaltrainer, weil ich es ja nicht besser gewusst habe. So, und ich lasse die Menschen nur erinnern, wer sie sind und ihre Größe erinnern. Dass sie, weil wir können es ja probieren, es ist ein Experiment, es ist doch nichts dabei. Und dann siehst du, dass die Menschen eben ohne irgendeine Vorbereitung oder irgendeine mentalen Vorbereitung schaffen, auf diesen Eiern stehen zu können. Dazwischen ist wer eingebrochen, da geht es halt mal nicht, das ist okay. Und dann waren wir bei 80 Kilo und dann haben wir gesagt, wollen wir weitermachen. Ich stelle die Frage bewusst in das Publikum, was heißt Publikum, an die Teilnehmer, weil es ist ja ein kollektives Bewusstsein, was hier entsteht. So, und ich probiere halt, die Menschen dann zu animieren, damit wir nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, schau, jetzt hätte da jemand mit 83, wollen wir es probieren, dann probierst du es, dann geht es vielleicht nicht, dann waren wir bei, weiß ich nicht, 87, 90, dann ging es wieder nicht, dann ging es wieder nicht, dann waren wir schon bei 108. Also 108, wir sind 28 Kilo über dem, was die Wissenschaft sagt, dass es geht. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wir werden die ganze Zeit so konditioniert, das geht nicht. Verstehst? Das geht nicht. Da bist du zu klein, das ist schwer und so. Und wir glauben das einfach. Und somit, alles, was wir glauben, wird ja auch zur Wahrheit. So, ich war schon super zufrieden, 108 Kilo, das ist cool. Also jetzt 28 Kilo über dem, das ist Weltrekord, das ist Bombe. Und dann stand nur noch einer auf der Bühne. Das war der Herr. Der Reinhard, glaube ich, gell? Und dann sage ich, komm, wiegen, Mikro war aus, schau hin, zuerst sage ich, wie viel hast du? Und du sagst, ja, so 120. So, es passt. Das könnte man noch wagen. Also es passt ja bei mir rein. Und von 108, vielleicht packen wir 120, wäre eine Sensation. Stellen Sie den da drauf, hat er 141. Dann sage ich, sind das 120? Sagt er, Gottes Willen, sagt es ja nicht laut übers Mikro, meine Frau bringt mich um. Die setzt mich auf Diät, das ist mein Ende. Da sage ich, okay, sagen wir es nicht. Also sage ich, schaut mal, ich habe da noch jemand, da verrate ich jetzt mal das Gewicht nicht. Okay? Also gehen wir mal ins Dunkle hinein, also ins Blaue, wir wissen nicht. Glaubt ihr, dass er das schafft? Und jetzt ist ja bei mir Folgendes, passiert ist, so ist mir das noch nie passiert. Mein Glaube hat jetzt schon gefehlt, weil der Sprung von 108 auf 141 war für mich einfach ein Bums. Da wo ich sage, nee, also Butter bei die Fische, sprengt jetzt hier meine Vorstellungskraft. Passiert mir selten, aber ganz offen gesagt, passiert. Und das Publikum war natürlich mittlerweile, weil wir das alles die ganzen Tage solche Dinge gemacht haben, so, naja, das geht, das geht, das geht. Natürlich wussten sie auch nicht, wie viel Kilo er hat. So, erster Versuch, eingebrochen. Zweiter Versuch, eingebrochen. Da wolltest du aufgeben und sagst, okay, ja, freilich, ich habe gesagt, Leute, erreicht. Lassen wir es halt, aber jetzt sind wir doch eh schon weit gekommen, man muss jetzt bis ins Endliche. Aber die haben mich nicht von der Bühne lassen. Und nochmal, 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 so gut. Aber jetzt war ich nicht mehr dieser,
der wo das betritt. Du hast ihn gefragt, auch haben wir noch Eier? Ja, am liebsten bis wenn ich sage, nee, jetzt haben wir nichts, dann sage ich, okay, dann müssen wir abbrechen. Nee, die haben wir nicht in Ruhe lassen und dann bleibt er da oben stehen. Dann sind wir bei 141 Kilo von physikalischer Gesetzgebung, 80 zu 141, sind 61 Kilo mehr. Also wieder die Frage, zu was ist der Mensch in der Lage? Durftest du die Kilo denn laut sagen dann? Dann ja, ich habe gesagt, du jetzt, glaub, sagt er, jetzt ist schon egal, sagt er, dafür habe ich den Rekord geschafft. Und eine Frage habe ich dazu auch noch, du hast ja zwischendurch immer gesagt, ich war ja nicht dabei, dass es zwischendurch immer mal nicht geklappt hat. Aber um weiterzugehen, habt ihr dann einfach so lange weitergemacht, bis es mit, was weiß ich, 95 Kilo geklappt hat? Nein. Wir haben eins draufgesetzt. Wenn wir dann gesagt haben, 95 geht nicht, dann machen wir 97. Dann hättest du ja noch 150. Das ist ja die logische Konsequenz. Wenn 85 nicht geht, muss der auf 90 gehen. Ah, okay. So funktioniert das Leben. Versteht ihr? Schau mal, was macht der normale Mensch, wenn das oder das nicht. Ich gehe auch so vor, weil wenn die Übung nicht klappt, sage ich, wir machen es schwieriger, das macht es meistens einfacher. Ja, natürlich, das funktioniert dann. Aber schau, da ist doch unser Unterschied, weil der normale Mensch, so war ich früher auch, der würde jetzt sagen, wenn es bei 85 nicht geht, ja, dann beginnen wir jetzt mal bei 80. Ja? Versteht? Wir würden ja zurückgehen. Aber wieso? Wieso, wo steht jetzt das geschrieben? Und ich glaube, das sind ja schon Beweise, was wir hier immer demonstrieren, auf einem Day of Change in jeder Stunde, also Glasscherbenlauf zum Beispiel, machen ja Kollegen aus Mentaltrainer, machen das ja auch. Zwei Tage Vorbereitung, mental, das ist warmer, weicher Sand. So habe ich das früher auch gemacht. Ein Guter hat zwei Tage Vorbereitung gebraucht, andere eine Woche. So, und da haben wir gefreut, dass da nichts passiert ist und so. Ja, heute null Vorbereitung. Ich sage, schaut mal hin, das sind jetzt Glasscherben, seht ihr es? Ich wollte, glaube ich, haben wir noch einen Einspieler. Haben wir noch einen? Aber lass mal ganz kurz, seht es und sagen die ja und sagen, aber damit ihr nicht auf den Gedanken kommt, weil so sind wir Menschen wieder, da ist ein Fehler, die haben die gewaschen, die haben die gefeilt. Stellen Sie mal vor, dass wir abends dann im Team zusammensetzen und werden die mit der Nagelfeile dann wieder rund machen. Dann zerschlagen wir wieder Flaschen, nochmal live, damit man sieht. Und dann sage ich, erinnere dich, wer du bist und geh drüber. Und dann gehen die, da gibt es halt keine Vorbereitung. Das haben die getanzt drauf, hat sich keiner verletzt, kein einziger. Null, null. Was haben wir denn für einen Einspieler? Haben wir noch einen Einspieler, eine Regie? Ja, gucken wir mal, lass uns überraschen. Ihr habt einen Einfluss in den Verlauf und in dieses Ergebnis. Das ist unser Experiment. Ich würde euch empfehlen, kommt sogar näher, sieht euch da unten näher an. Das ist jetzt ein ganz großes Team. Kommt her! Erst nach Hause geschwebt, oder? Ist ja eine Übung auch aus der Kampfkunst, im Regelfall aus Karate. Wenn die den schwarzen Gürtel haben, dann machen die mit vier Platten, vier Steinplatten, also mit, Styropor, Betonsteine, schlagen die durch beim schwarzen Gürtel. Das heißt, die haben 5 Jahre mentale Vorbereitung und die haben 5 Jahre Kampfkunsttraining. Und du siehst sie auch, es gibt viele Videos im Internet, wo du siehst, wenn sie dann so diese Reifeprüfung haben, wie sie noch immer üben davor, so gefühlt so 2 Minuten. Dann müssen sich vorstellen, wie sie durchkommen. Meine Kampfkunstausbildung beschränkt sich auf Kitu, also Kinderturnen in der Kita. Besus, den wir da gesehen haben, dessen Kampfkunstausbildung, glaube ich, war ein Bruce Lee-Film, wie er 15 war, also null. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn das die können, dann müssen wir das auch können. So haben wir das halt einmal geübt. Heute gehen die Leute auf die Bühne, das sind Frauen, was weiß ich, 65 Jahre, wiegen 50 Kilo und hauen die durch. Ohne irgendetwas. Und das ist natürlich begeisternd. Und
Bezos war ja mittlerweile, eben, der hat dann einmal geschafft, glaube ich, 10 Platten. Das ist viel, das ist sehr viel. Wenn man bedenkt, der Weltrekord steht bei 20. Und dieses Mal hat er gesagt, ah, ich habe ein gutes Gefühl, jetzt bin ich sicher, pack mal 12. Na, sage ich dann, mach doch mal. Ja, und 12 Platten ist schon begeistert. Mhm. Ne? Wahnsinn. Darf ich Eleftherios noch was fragen? Immer. Du hast vorhin gesagt, du bildest etwas aus oder du machst so ein Seminar, wie ich zur Kriegerin werde oder was mache ich mit als Kriegerin? Was ist da? Karl, zwei weitere Freunde von uns, oder auch Seelenbrüder und ich, wir machen zu viert mit zwei Frauen, meiner heutigen Ehefrau und meiner Ex-Frau, ein einwöchiges Format, das da heißt Der Weg des Kriegers und der Kriegerin. Und es hört sich zwar jetzt im ersten Schritt sehr martialisch an, aber es geht genau um das Gegenteil, ja, weil Kriegerin und Krieger, das ist eine Persönlichkeit, ein Charakter, den wir mit innerem Frieden verbinden. Heißt, die sind Zeit ihres Lebens damit beschäftigt, streben nach totalem inneren Frieden, weil sie wissen, dass der äußere Krieg, der äußere Kampf, der Spiegel des inneren Krieges und des inneren Kampfes ist. Ja. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Es ist ein reiner Transformationsworkshop. Bleiben wir bei dem Thema Wissen, das der Ewald ja so schön ins Spiel gebracht hat. Viele Leute wissen, wie sie sich gesund ernähren, dass ausreichend Trinken Sinn macht, ausreichend Schlaf Sinn macht, wenig rauchen oder gar nicht rauchen, kein Alkohol. Das wissen alle und trotzdem gibt es wahnsinnig viele, die scheitern. Und jetzt gibt es dann trotzdem hin und wieder so Aha-Erlebnisse im Leben. Unvermittelter Tod im nächsten Freundeskreis, eine Schockdiagnose, was die Krankheit angeht, der Partner, der sich trennt. Und das führt bei vielen zu einem Switch, der tatsächlich dazu führt, dass sie von heute auf morgen völlig anders handeln. Ich habe das ein paar Mal beobachtet in meinem engsten Umfeld. Die haben dann tatsächlich wirklich innerhalb von einem Tag aufgehört zu rauchen, kein Alkohol mehr und, und. Transformationsprozess heißt für uns, wir führen die Menschen in einen Raum hinein, der genau diese Bewegung im Bewusstsein auslösen kann. Nicht muss, aber kann. Und auch da haben wir schon etliche spannende Erfahrungen gemacht. Ne? Also von Spontanheilungen, die wir hatten von austherapierten Menschen, die aber nicht mit dem Ziel kamen, gesund zu werden, sondern haben gesagt, ich tue mir einfach nochmal was Gutes, ja, möchte da was erleben. Wir hatten vor 1,5 Jahren auch einen spannenden Herrn bei uns, der ein wenig darunter gelitten hat, dass er mit seiner Partnerin kein Kind zeugen konnte, weil die Ärzte zu ihm gesagt haben, er wäre zeugungsunfähig. Und dann war er eine Woche bei uns und in der Folgewoche hat er sein Kind gezeugt. Ja. Das jetzt seit einem halben Jahr auf dieser Welt ist. Ja. Also das sind so die Dinge, die wir erleben. Und ich glaube, dass Geschehen lassen auch viel mit Vertrauen in sich, aber noch mehr Vertrauen ins Leben zu tun hat. Ja. Und dieser Archetyp Krieger ist in unseren Augen genau der Typ, der jetzt gerade in dieser Zeit so total fehlt. Mhm. Wieder zu sich stehen, mit dem Mut nach außen zu gehen, seine Wahrheit zu leben, seine Wahrheit nach außen zu bringen, ganz dahinter zu stehen in der ganzen Präsenz. Und das wollen wir dadurch vermitteln, weil diese Energie so dringend benötigt wird, gerade jetzt da draußen wieder. Und ich bewundere uns alle vier, da wir sitzen, weil du hast vom Kollektiv geredet, aber es ist so, das morphogenetische Feld ist stark und wir sind dazu da, dass wir da andere Tupfer reinsetzen, damit sich das noch ausbreitet. Ja. Schau, ich mache, Karl, was auch immer interessant ist, ich mache seit jeden Day of Change, der kommt da alle 3 Monate, machen wir immer live eine Naturkatastrophe. Also wir schauen immer rein, was passiert heute und ungefähr 10 Minuten, bevor ich dann in der letzten Stunde auf die Bühne gehe, kommt irgendjemand von meinem Team und sagt, so, jetzt haben wir was gefunden, da rast jetzt ein Taifun auf das und das Land, es werden 150.000 Tote erwartet, die Umwelt ist dann kaputt, von Tieren gar nicht zu sprechen. Und so wie die Meteorologen es im Regelfall prophezeien und errechnen, genauso ist es ja immer. Wenn die sagen, morgen um 21.09 Uhr wird der einschlagen, dann kannst du ja davon ausgehen, dass das so ist. Und dann mache ich das mit den Menschen. Wir müssen da nichts erlernen. Das ist, wir gehen da nur einfach mal in die freudige Erwartung. Es ist ja nur ein Experiment. Neutralität, wo wir sagen, muss ja nicht so ausgehen. Wenn das stimmt, dass wir Menschen als Beobachter einen Einfluss haben auf den Weg und auf das Ergebnis, ja, dann muss das ja auch so sein.
Und dann machen wir das. Es dauert 5 Minuten. Und während das gemacht wird, diese 5 Minuten, dann siehst du, wie sich das Live-Ticker-Bild auf einmal schon verändert. Der Sturm flaut ab, also der dreht sich oder der flaut ab. Und ich verspreche das ja auf der Bühne und sage, geht's rein, morgen könnt ihr euch sicher sein. Und jedes Mal, und das mache ich jetzt mittlerweile seit Jahren, alle 3 Monate, jedes Mal geht es so aus, wie ich das sage. Jetzt könnte man sagen, du sagst immer, wie ich das sage. Ich bin ja nur der Antreiber, der Anstupser. Weil wir Menschen kommen ja gar nicht auf die Idee, das selber zu tun. Und wenn wir mal von sowas hören, sagen, ich probiere mal. Ja. Ja, wir probieren, das ist immer falsche so, ich probiere mal, ich probiere lange was, ich probiere zu lernen und dann mache ich es irgendwann richtig. Nein, das ist eine Entscheidung, wir machen es jetzt und wenn das stimmt, muss es ja jetzt drehen, Punkt, fertig. Und es ist immer so, immer. Schau mal, und das ist ja genau das, was du sagst, Karl, die ganze Welt braucht im Moment, wir sind so Suchende. Wir sind in der Zeit der geistigen Entwicklung, wir suchen, wo gibt es irgendwas, wo kriege ich noch mehr Theorie, noch mehr Wissen, wie kann ich das vereinbaren oder irgendwie so. Nein, wir müssen heute hergehen und wir müssen jetzt eben diese Energie, wo ich das fülle, also ich Mensch, fülle das mit meiner Erwartung, mit meiner Präsenz, ich weiß, wer ich bin und dann wird das gemacht und dann ist nichts zu groß, dann ist alles möglich. Die ganze Welt muss zusehen, wenn so etwas ist. Hat keiner einen Einfluss, die ganze Welt, knappe 8 Milliarden Menschen. Und dann sitzen da 300-400 Spinner in Fulda und sagen, machen wir mir schnell. So, da würde jetzt jeder sagen, seid ihr verrückt, aber nochmal, immer wenn wir es machen, funktioniert es. Und wenn mir immer jemand fragt, was du das, sage ich, ist doch mir egal. Tatsache ist, wenn wir was machen, funktioniert es und wenn wir nichts machen, ist genauso, wie es prognostiziert ist. Und das ist die neue Zeit, da müssen wir hinein. Ich hätte noch mal eine Frage an dich, Stefan. Wir haben ja das Thema des Unmöglichen oder was ich alles als Unmögliches machen kann. Wie ist es denn in deinem Job? Was machst du denn unmöglich? Oder Unmögliches geschehen lassen, so rum? Ja, ich durfte sehr lange als Führungskraft im Management unterwegs sein und habe einfach gelernt, wie wir im Arbeitsleben unterwegs sind. Und ich nehme es schon vorweg, wir sind ohne Freude unterwegs. Also es gab letztes Jahr eine Studie, 3/4 aller Angestellten in Deutschland haben keine Freude beim Arbeiten. Das Ergebnis ist, dass wir unternehmerisch fatale finanzielle Zahlen dadurch haben. Das ist nicht das, was wir wollen, wenn wir unternehmerisch tätig sind, weil wir brauchen die andere Richtung. Und ich habe selber an mir ausprobiert, was heißt es denn jetzt aber, wenn ich da den Game Changer Freude reinbringe? Also Freude ist bei mir natürlich Programm. Ne? Das heißt, wer ist anderes prädestiniert, als das auszuprobieren oder auch zu experimentieren? Und ich habe lange damit geforscht und geguckt, was passiert mit den Menschen. Also erstens habe ich bei mir natürlich angefangen, weil wer ist für die Freude in seinem Leben verantwortlich? Immer wir selbst. Ne? Ich habe bei mir angefangen und habe dann aber auch geschaut, was passiert mit meinem Umfeld? Und es ist wie ein Stein, den ich ins Wasser werfe, der seine Kreise zieht. Also inzwischen ist es so, ich komme irgendwo bei einem Kunden rein, sagt er so, ah, da kommt unser Sonnenschein. Ja, warum sagen? Ich habe ja nicht gesagt, ja, ich bin euer Sonnenschein und das kostet irgendwie so und so viel und ich mache das und das. Nein, die empfinden das so, weil ich einfach so wirke. Also das heißt, das ist, was ich festgestellt habe, wenn wir mit Freude unterwegs sind, was für einen Unterschied es macht. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn wir die letzten Jahre anschauen, was bei uns passiert ist, was wir auch, müssen wir nicht tiefer reingehen, wir brauchen Freude mehr denn je. Und Freude ist für mich etwas, was uns Sinn gibt in unserem Leben. Und ich meine, ja, wir haben es gerade davon, was suchen wir, das suchen, aber Sinn ist einfach etwas, was uns erfüllt. Und ich habe einfach festgestellt, wenn wir Freude in unserem Tun haben, in unserer Arbeit, in unseren Beziehungen, in unserer Freizeit, da ist Freude einfach der Game Changer und das Freude macht den Unterschied. Bravo. Sehr gut. So sehen wir das auch. Ja. Manuel, wir reden gerade über die Freude. Hast du noch ein freudiges Ereignis für uns in musikalischer Hinrichtung? Ich habe mir ja für heute haben wir ja vorgenommen, dass ich nicht nur so sentimentale oder nachdenkliche Sachen mitbringe. Ich habe mir gedacht, eine zum Nachdenken und eine zum Schmunzeln. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man so schmunzeln kann bei der nächsten Nummer, die heißt Mein bester Freund. Das ist eine wahre Geschichte aus meinem Leben. Die alte Trauben füllen
Du hast wieder mal einen Hahn. Ein ganz beschissener Tag, wie er auch nicht schlimmer kommen kann. Das Gewand liegt rund am Gehsteig, es geschloss zur Wohnung, schau, das ist ganz neu. Und sieben Jahre oben aus dem Fenster, höchste Zeit, dass du jetzt schleichst. Und du hängst wieder an der Bar bis zum bitteren Ende. Wieder an der Bar mit deinem besten Freund. Ja, weil der Ritter nicht da ging und er kriegt niemals von dir genug. Und wenn's dir ausgewandt hast, dann schraufst du wieder zu. Na, jetzt bist du alle los, kann nur Schlimmeres passieren. Hast am Montag in der Haken, bleib beim Chef nur an Termin. Bevor du guten Morgen sagst, hast die Papiere in der Hand und der schreit, das putzt die außen bei der Tür, oder ich peddel dich aus dem Quant. Und jetzt hängst wieder an der Bar bis zum bitteren Ende. Wieder an der Bar mit deinem besten Freund. Ja, wer der Ritter nicht da ging und er kriegt niemals von dir genug. Und wenn's dir ausgewandt hast, na, dann schraufst du wieder zu. Keine Freundin, kein Haken, was ist denn das für ein Leben? Willst du das Ganze durchstehen, dann muss das regelmäßig gehen. Der beste Freund ist stets dabei, in der Früh, zum Mittag und auf die Nacht. Du hast alles auf ihrem Halten, ja, ja, hat dir um alles gebracht. Und jetzt hängst wieder an der Bar bis zum Bitternet. Wieder an der Bar mit dem besten Freund. Ja, weil der Ritter nicht da ging und er kriegt niemals von mir genug. Und was du ausgewandt hast, wirklich ausgewandt hast, dann strafst du ihm zu, straf ihm zu. Dankeschön. Susan, du hast ein paar Fragen noch. Die erste Frage ist an euch beide. Geht das auch online oder geht es nur persönlich vor Ort? Für mich ist persönlicher Kontakt extrem wichtig. Mhm. Ja, und so wie ich arbeite mit Menschen. Der Mensch ist ein Kontaktwesen. Und mein Gegenüber ist für mich ein unmittelbarer Spiegel dafür, ob ich mich gerade richtig verhalten habe in meiner Präsenz oder nicht. Und das habe ich einfach online nicht im Spiegel. Deswegen bin ich kein Freund von online und gerade bei diesen Geschichten. Wie finden wir euch? Wo kann ich dieses Programm finden? Wo kann ich das nachlesen? Meine Website heißt www.körperintelligenz.de. Mhm. Da stehen die ganzen Termine drauf. Deine auch. Unsere Seite heißt www.warriorsforall.de. Aha. Da stehen die Termine. Und zu deiner Frage von vorher, weil du gesagt hast, was wir da tun. Also wir haben etwa einen theoretischen Anteil von 25% und die restlichen 75% wird aktiv etwas gemacht, meistens mit Körpereinsatz und viel mit Holzschwert. Und uns ist sehr wichtig, auch nochmal auf Ewald zu kommen, sozusagen, das fand ich wunderbar, weil mein Motiv ist auch einfach tun. Und zwar erstens einfach tun und zweitens sozusagen, anderes Ding heißt, wir müssen die Dinge wieder einfach machen. Sie sind nämlich einfach. Nur man bringt uns ständig bei, dass es kompliziert sein soll. Und insofern freue ich mich, dich kennengelernt zu haben. Tito. Bruder im Herzen. Tito. Ja, Bruder im Herzen ist ein schönes Stichwort. Ja, unmögliches Geschehen lassen ist das Einfachste der Welt. Und wer
wer noch mehr wissen will, Namen googeln, finden wir sofort mit Sicherheit. Wir könnten natürlich noch viel mehr Wunder geschehen lassen oder Unmögliches, aber jetzt sind wir leider am Ende der Sendung angekommen und bedanke mich für eure Zeit und dass ihr uns hier ein bisschen Einblick gegeben habt und bedanke mich auch bei den Zusehern. Das war wieder Wurzelheimat. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeiten, die ihr heute für uns eröffnet habt und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen wirklich helfen wird, wenn sie diese Möglichkeiten für sich annehmen. Danke euch. Ja.